Zahnfleischrückgang ist eine ernsthafte Zahnerkrankung, die durch dauerhaft schlechten Atem, gerötetes, geschwollenes, blutendes und zurückgehendes Zahnfleisch gekennzeichnet ist. Wenn diese Krankheit nicht behandelt wird, kann sie zu einer schwereren Zahnfleischerkrankung namens Parodontitis führen. Die Hauptursache für Zahnfleischrückgang ist mangelnde Mundhygiene, bei der sich Plaque unterhalb des Zahnfleischrandes ansammelt. Bakterien heften sich an die Zähne und Zahnfleischgrenzen. Hormonelle Veränderungen, genetische Veranlagung, schlechte Ernährung, Stress, bestimmte Medikamente und Diabetes können diese Krankheit verstärken. Hier sind einige Hausmittel, die helfen können, Zahnfleischrückgang zu verhindern. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in der Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Ein wirksames Mittel ist Kurkuma. Mische einen Teelöffel Kurkuma-Pulver mit etwas Wasser, um eine Paste zu erhalten. Mit dieser Paste kannst du deine Zähne und dein Zahnfleisch putzen. Diese Methode hilft, Infektionen zu bekämpfen und eine gesunde Mundhygiene zu fördern. Ein weiteres Mittel ist Knoblauch. Auch wenn der starke Geschmack und Geruch von rohem Knoblauch nicht jedermanns Sache ist, sind seine antibakteriellen Eigenschaften sehr wirksam bei der Bekämpfung von Mundinfektionen. Du kannst rohen Knoblauch kauen oder ihn zu Salaten hinzufügen, um die Vorteile zu nutzen. Teebaumöl ist ebenfalls ein starkes antibakterielles Mittel. Es kann Bakterien abtöten, die von Zahnpasta nicht erreicht werden. Mische einige Tropfen Teebaumöl mit Wasser und spüle deinen Mund damit aus, danach ausspucken. Diese Mischung kann ein- bis zweimal pro Woche verwendet werden. Da Teebaumöl sehr stark ist, ist es ratsam, die Anwendung mit einem Arzt abzustimmen. Aloe Vera hat entzündungshemmende und heilende Eigenschaften und ist nützlich für die Gesundheit des Zahnfleisches. Massiere dein Zahnfleisch mit Aloe Vera Gel und lasse es eine halbe Stunde einwirken, bevor du deinen Mund ausspülst. Diese Behandlung kann mehrmals täglich angewendet werden. Salzwasser ist ein einfaches und effektives Hausmittel. Spüle deinen Mund mit Salzwasser, um geschwollenes Zahnfleisch zu beruhigen. Salz hat antibakterielle Eigenschaften und kann helfen, Bakterien zu bekämpfen, die Infektionen verursachen. Du kannst deinen Mund 2 bis 3 Mal täglich mit Salzwasser spülen. Kokosöl kann ebenfalls helfen. Nimm einen Esslöffel Kokosöl in den Mund und spüle gründlich. Diesen Vorgang kannst du einen Monat lang einmal täglich durchführen, um die Mundgesundheit zu verbessern. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben und schreibe uns in die Kommentare, was dir am besten geholfen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, dein Zahnfleisch gesund zu halten.